Esselamu aleyküm Mustafa Hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Der Ramadan nähert sich dem Ende zu und es wird immer mehr über die Leylatul Qadr geredet. Wann ist diese und was kann man in ihr tun? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Uns Muslime hat Allah mit unzählbaren Gaben beschenkt. Einer dieser Gaben ist der Ramadan, in dem der Lohn und der Segen der Gottesdienste höher als in den anderen Monaten ist. Auch im Ramadan selbst gibt es eine Nacht, die sich aus allen anderen Nächten hervorhebt. Es ist die Nacht der Bestimmung. Unter uns Muslimen ist sie als Laylatul Qadr bekannt. Was hat es mit dieser Nacht auf sich? Die Laylatul Qadr, übersetzt Nacht der Bestimmung, nimmt einen hohen Stellenwert ein. Ihren Wert erfassen wir im Koran und in den Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die 97. Sure im Koran, Al-Qadr, wurde nach dieser Nacht benannt. In dieser sagt uns Allah: Wir haben ihn, also den Koran, in der Nacht Al-Qadr offenbart. Und woher willst du wissen, was die Nacht Al-Qadr ist? Die Nacht Al-Qadr ist besser als 1000 Monate. Hinab steigen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglicher Angelegenheit. Frieden ist sie bis zum Aufgang der Morgenröte. Aus dieser Sure entnehmen wir, dass der Koran erstmals in der Nacht der Bestimmung offenbart wurde und diese Nacht besser ist als 1000 Monate. Wann ist denn nun die Nacht Laylatul Qadr? Genaueres dazu verrät uns unser ehrenwerter und geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Überlieferung, wo er sagt: Sucht die Nacht der Bestimmung in den ungeraden Tagen der letzten 10 Ramadan-Tage. Da nun nach der Empfehlung des Propheten die Nacht der Bestimmung auf einen der letzten 10 Tage fällt, wäre es angemessen und wünschenswert, diese Tage mit Nacht- und Bittgebeten und der Rezitation aus dem Koran zu verbringen. Denn in einer Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es: Wer in der Nacht der Bestimmung aus Glauben und Aufrichtigkeit heraus betet, dessen vorangegangene Sünden werden vergeben. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, den Ramadan und vor allem die Laylatul Qadr segensreich und angemessen zu verbringen. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen.